Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa rasulillah, wa la alihi, wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns im Koran, gemeinsam an dem Seil Allahs festzuhalten, dass wir uns nicht spalten sollen. وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet gemeinsam am Seil Allahs fest und spaltet euch nicht. Und Alhamdulillah, momentan hier in Deutschland sind wir auf einem Eroberungsfeldzug der Herzen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei Ikhlas geben. Und ich bin sehr froh, dass viele Prediger zusammengekommen sind. Und der ganze Druck durch die Medien und der Druck durch die Feinde Allahs hat einige Leute wieder nah zusammengebracht oder sehr nah zusammengebracht. Und zur selben Zeit muss man aber wissen, dass es Leute gibt, die spalten wollen. Und das war immer schon das Ziel der Feinde Allahs gewesen, spalten zu wollen. Und damit wir uns nicht spalten lassen, müssen wir einige Regeln richtig beachten. Und ich möchte hiermit keinen angreifen, sondern ich möchte hiermit mich selber ermahnen und die Brüder, die dort draußen sind. Mir ist in den letzten Jahren oft aufgefallen, dass man als Prediger beispielsweise irgendetwas sagt, was dann von einigen Leuten falsch aufgefasst wird und dann auch noch interpretiert wird und dann wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht und Sachen in Wörter hineininterpretiert oder in Reden hineininterpretiert, die gar nicht, Dinge, die gar nicht gesagt worden sind. Ja? Und da muss man vorsichtig sein. Das kann vom Scheitan sein. Ich möchte die Brüder, auch denen das jetzt passiert ist, nicht verurteilen. Aber ich möchte da vor allen Dingen über die Rede vom Bruder Ibrahim Abu Naji reden, über seinen Vortrag "Lasst euch nicht radikalisieren". Ich habe mir dieses Video angeguckt und ich fand nicht, dass er irgendjemanden verurteilt hat. Er hat keinen Namen genannt von einer spezifischen Person, sondern er hat einen Ratschlag gegeben. Ich habe das nicht als Angriff auf irgendjemanden wahrgenommen. So, und wenn man von und dann habe ich nachher mir die Kommentare durchgelesen und auch mit einigen Brüdern darüber geredet. Und dann steht dann zum Beispiel in einem Kommentar: Ach so, jetzt sollen wir uns den Niqab anziehen, Anzug und Krawatte anziehen und damit wir den Kuffar gefallen. Man muss fair sein, liebe Geschwister. Allah befiehlt uns sogar, gegen ein Volk fair zu sein, das wir hassen. Das heißt, Allah sagt sinngemäß im Koran, und der Hass gegenüber ein Volk soll euch nicht daran hindern, gerecht zu sein. Wie ist es dann erst mit Leuten, die versuchen, mit aller Kraft die Religion zu verteidigen und die natürlich zu den Muslimen gehören, und möge Allah uns alle festigen. So. Hier wurde mit keiner Silbe gesagt, dass die Frauen den Niqab ausziehen sollen. Hier wurde mit keiner Silbe gesagt, dass man sich einen Anzug anziehen soll oder dass man nicht mit Jalabiya rumlaufen soll. Sondern hier wurden ganz andere Dinge erwähnt, wie zum Beispiel bestimmte Kapuzen, bestimmte T-Shirts, wo bestimmte Embleme drauf sind. So, darum ging es hier. So, und wenn jemand eine andere, und das wurde aus meiner Perspektive, ich habe es mir angeguckt, auf höfliche Art und Weise gesagt. Und wenn man da anderer Meinung ist, dann ist das kein Problem. Aber wenn ich dann Kommentare lese, bei denen man spürt, dass das zu einem Hass führt, dass das zu einer Spaltung führt, zum Beispiel wie Jihad-Trip, die Brüder sind ihr Leben in Syrien am Opfern und hier redet einer von Jihad-Trip. Erstmal, die Brüder, die in Syrien sind, können ja unmöglicherweise mit dieser Aussage Jihad-Trip gemeint worden sein, weil der Bruder Ibrahim Abu Naji über Leute in Deutschland geredet hat. Und jetzt müsste man fragen, was meint man mit Jihad-Trip? Was meint man damit? Das heißt, bevor man da verurteilt und diese Wut hochkommt und dieser Hass hochkommt, sollte man mal fragen, was damit gemeint ist. Und ich kann mir vorstellen, was damit gemeint ist. Nämlich Brüder, die sich den ganzen Tag nur mit diesem Thema beschäftigen, sich den ganzen Tag Videos angucken, wo die Köpfe rollen, anstatt sich zwischendurch vielleicht mal
oder die Zeit vielleicht etwas mehr mit dem Koran zu beschäftigen. Und auf wen das nicht zutrifft, der braucht sich ja nicht angesprochen zu fühlen. Aber auf wen das zutrifft, dass seine Zeit mit Videos, wo Köpfe rollen, mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die Zeit, die er sich mit dem Koran und der authentischen Sunna beschäftigt, da muss man sagen, dass hier die Zeit falsch genutzt wird. Und jetzt kommt wieder jemand und sagt, ja, Pierre Vogel redet, ich rede nicht gegen irgendjemanden in Syrien und ich rede nicht gegen irgendjemanden hier. Es geht ganz einfach darum, einen guten Ratschlag an die Brüder und die Schwestern zu geben. So, wenn es jetzt darum geht, wie man sich kleidet, da können wir sicherlich verschiedene Meinungen haben. Nur ich erwähne heute, ruft mich ein Bruder an, der übrigens bestimmte Kleidungsstücke die ganze Zeit anhat, ne? Und der auch in der Dawa sehr eng involviert ist. Ich weiß nicht, ob er will, dass ich seinen Namen nenne. Und er sagt zu mir, Bruder, ich habe mir das Video vom Ibrahim Abu Naji angeguckt und ich muss dir sagen, ich glaube, der hat recht. Wenn wir uns in der Öffentlichkeit präsentieren und der Bruder läuft die ganze Zeit mit diesen Klamotten rum. In seiner Freizeit, während Vorträgen, während Veranstaltungen, er sagt, ich bin der Meinung, und er hat sich selber angesprochen gefühlt, weil er diese Klamotten an hat, gesagt, ich bin der Meinung, wir sollten uns anders präsentieren. Ich bin der Meinung, wir sollten uns anders präsentieren und vielleicht sollte ich diese Sache nicht mehr anziehen. Und ich habe zu ihm gesagt, Bruder, ich bin hin und her gerissen in dieser Sache, aber wir müssen versuchen, uns in die Lage hinein zu versetzen von den Leuten, die von außerhalb kommen. Und das hat nichts mit Schleimerei zu tun. Weil Schleimerei ist, wenn ich etwas von der Religion wegnehme, was notwendigerweise von der Religion ist. Wenn ich sage, komm, lass uns das Kopftuch ausziehen, damit die Kuffar mit uns zufrieden sind. Lass uns den Bart rasieren, damit die uns gut finden. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um die Wahl, ziehe ich ein T-Shirt an, wo bestimmte Embleme drauf sind, oder eine Mütze an, wo bestimmte Embleme drauf sind, die sogar verboten sind oder verboten werden, oder ziehe ich ein ganz normales Jalabiya an oder bestimmte Kleidung, die islamisch korrekt ist. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich sage, ja, soll man lieber eine Armeejacke anziehen. Also eben habe ich von anderen Sachen geredet, jetzt rede ich nochmal von einer Armeejacke. Soll ich lieber eine Armeejacke anziehen oder soll ich lieber ein Jalabiya anziehen, ganz normal, weiß oder was auch immer? Es ist ein großer Unterschied, ob jemand sagt, ich gebe euch den Ratschlag, liebe Jugendlichen, es ist besser, wir ziehen das an. Es ist besser, wir ziehen zum Beispiel ein Jalabiya an mit dieser Farbe, als eine Armeejacke, insbesondere bei Dawa-Veranstaltungen. Oder ob jemand sagt, zieht eure Kopftücher aus. Ich hoffe, dass wir diesen Unterschied auch richtig verstehen. Ich möchte hier wirklich keinen angreifen. Ich kenne genügend Brüder, die haben immer diese Tarnklamotten an und ich liebe die für Allah. Aber wie gesagt, das ist die Nasiha gewesen vom Ibrahim Abu Naji. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil ich in dieser Sache eigentlich hin und her gerissen war. Ich habe selber schon Armeejacken angezogen und man sollte auch nicht übertreiben, ja, die so auf die Brüder draufhauen, aber das habe ich in dem Video auch nicht gesehen, das muss ich dazu sagen. Aber man sollte sich einfach mal in die Lage versetzen, das ist etwas, was der Bruder Ibrahim immer macht, man sollte sich in die Lage versetzen von einem Nicht-Muslim oder von einem Muslim, der vielleicht viel Negatives über uns gehört hat, der jetzt zu einer Veranstaltung kommt. Wie zum Beispiel die Veranstaltung in Köln. Und da kommt er rein und sieht dann auf der rechten Seite bestimmte Mützen, wo bestimmte Embleme drauf sind. Ich rede nicht vom Shahada-Zeichen, ich rede von anderen Zeichen, wo die angesprochen sicherlich wissen, was ich meine. So. Ja. So, und der sieht diese Sachen. Was wird seine Reaktion sein? Ich kann euch sagen, was seine Reaktion sein wird. Und das ist auch das, was beim Bruder Ibrahim dazu geführt hat, darüber nachzudenken. Deswegen sollte man den Bruder auch entschuldigen. Nämlich, dass an dem Tag jemand den Islam annehmen wollte und dadurch abgeschreckt war erstmal. Und ich dann nachher erstmal längere Zeit mit ihm darüber reden musste.
dass andere Leute, als sie das gesehen haben, wieder nach Hause gegangen sind. So. Wir wollen keine Dauer machen für eine kleine bestimmte Gruppe von Muslimen, sondern wir wollen die Allgemeinheit ansprechen. So. Das heißt nicht, dass wir irgendjemanden verurteilen, aber ich glaube, bei bestimmten Mützen, bei denen ich bisher immer gelächelt habe, wenn ich das gesehen habe, weil ich kaum glauben konnte, dass jemand auf so eine Idee kommt, dieses Lächeln bedeutet aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass das förderlich ist für die Dauer. Deswegen nochmal, wir müssen immer den Mittelweg behalten. Auf der einen Seite gibt es das Extrem der Leute, die Muslime dazu aufrufen, etwas von der Religion zu lassen, damit man den Kuffar gefällt. Auf der anderen Seite gibt es das Extrem, dass man Dinge macht, die logischerweise große Fragezeichen aufwerfen. Und wir sind auch nicht perfekt. Es kann sein, liebe Geschwister, dass ich einen Fehler hier und da gemacht habe, dass ich etwas übersehen habe, dass ich etwas falsch gesehen habe. Ja? Und der Mittelweg ist, dass man sagt, schau mal, wir sind in der Dauer, wir wollen uns so gut wie möglich präsentieren, also schauen wir, was wirkt am besten. Welche Erkenntnis können wir neu gewinnen? Das heißt, wir halten an der Religion fest, wir ziehen weiter Hijab an oder weiter Niqab an. Der Ibrahim Abu Naji sagt nicht, die Frau soll keinen Niqab antragen, ganz im Gegenteil. Ich habe gestern noch mit ihm darüber geredet. Wenn eine Frau davon überzeugt ist, dass das Pflicht ist, soll sie Niqab tragen. Sondern es geht darum, dass dann bestimmte Embleme dazu getragen werden, die ganz eindeutig nicht notwendig sind und eventuell in der Dauer, oder nicht nur eventuell, sondern höchstwahrscheinlich in der Dauer, den einige Leute oder wenn nicht sogar viele Leute abschrecken werden. Und deswegen muss ich sagen, ich finde dieses Statement nicht übertrieben. Und ich gebe jedem Bruder nochmal den Tipp, sich das nochmal anzugucken und ganz neutral und objektiv. Und da wird er sehen, dass dort keiner beschimpft wird, dass dort keiner beleidigt wird und schon gar nicht mit Namen. Und man soll sich doch einfach gar nicht angesprochen fühlen. Nur jeder soll sich auch selber mal die Frage stellen, was ist besser für die Dauer? Was ist besser für die Dauer? Wenn ich mit einer Mütze rumlaufe und ein Flugzeug in den Turm reinfliegt oder wenn ich zum Beispiel eine ganz normale Kopfbedeckung anhabe. Was ist besser? Das hier ist keine Schleimerei, das ist Präsentation der Religion. Das ist Präsentation der Religion. Ja? Das Jalabiya ist keine Schleimerei, das ist Präsentation, dass man sieht, da ist Muskel. Der Bart ist keine Schleimerei, das ist Präsentation der Religion. Wir präsentieren die Religion auch mit unserem Auftreten. Aber ist es notwendig, bestimmte Embleme zu benutzen? Wenn jemand anderer Meinung ist, ist er trotzdem unser Bruder. Wir lieben ihn für Allah. Und das wird bei uns nicht dazu führen, dass wir ihn deswegen hassen. Aber deswegen sollte das auch nicht dazu führen, wenn der Bruder Ibrahim der Meinung ist, und ich finde seine Meinung überzeugender, dass bestimmte Embleme schaden, dass man anfängt, den Bruder zu hassen und bestimmte Kommentare schreibt im Kommentarbereich, die kein Hand und Fuß haben. Weil, wie ich schon gesagt habe, keiner hat gesagt, man soll sich rasieren oder den Niqab ausziehen oder sich einen Anzug mit Krawatte anziehen. Das hat keiner gesagt. Und wer behauptet, dass das gesagt wurde, der verhält sich unfair. Das sind meine Worte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Fairness geben, gerecht sein, uns auf den richtigen Weg führen. Und mein Tipp an dieser Stelle ist auch, diese Mützen etc., das ist meine Überzeugung, nicht zu tragen. Und mein Tipp ist auch, das ist nur mein Tipp, wie gesagt, wer anderer Meinung ist, von bestimmten Kleidungsstücken dieser Art abzusehen. Und wer etwas anderes macht, ist mein Bruder, ich liebe ihn für Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.